Ein Problem, über das wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, ist die Groß- und Kleinschreibung. Deshalb lernen wir hier, wie wir das Problem lösen können und sehen auch ein konkretes Beispiel, wie wichtig es ist, sich auch vorher darüber Gedanken zu machen, was man denn erwarten würde und wie sich das dann zu dem verhält, was man tatsächlich bekommt. Dass es um das Problem der Groß- und Kleinschreibung geht, ergibt sich aus dem Titel des Clips. In den Workshops zur CQP hat sich aber oft gezeigt, dass das zum Beispiel bei den Übungen zu Improve nie jemandem aufgefallen war, bis wir explizit darauf hingewiesen haben, dass es ein Problem sein könnte. Also angenommen, wir suchen den Definitartikel the. Überlegen wir also, was wir erwarten würden. Denn natürlich steht der Definitartikel auch häufig am Anfang eines Satzes und wird dort natürlich groß geschrieben. Wenn wir aber nach the suchen, dann findet CQP nur die Varianten, die klein geschrieben sind, weil das Muster zwischen den Anführungszeichen ja genau das ist, was im Korpus auch gematcht wird. Wenn ich the eingebe mit einem großen T, dann findet CQP dementsprechend auch nur die Varianten, die einen Großbuchstaben am Anfang haben und bei der Eingabe von THE in Großbuchstaben logischerweise nur die Varianten, bei der alle Buchstaben groß geschrieben sind. Wie kann ich das also lösen? Na, es gibt natürlich auch hier wieder mehrere Möglichkeiten und eine Lösung, die wir schon kennen, wäre die, alle möglichen Varianten mit dem Oder-Ausdruck zu verbinden. Also das könnte dann plausiblerweise sein, Klammer auf, THE, Pipe, dann in Kleinbuchstaben, Pipe, dann alles in Großbuchstaben, Klammer zu. Was also die Varianten einschließt, die am Satzanfang stehen können, die nicht am Satzanfang stehen vermutlich, sowie die Variante, die komplett in Großbuchstaben steht. Und das bringt uns 211.147 Treffer. Das Problem ist jetzt, dass wir nicht genau wissen, ob es nicht vielleicht auch Treffer gibt, in der etwa die ersten beiden Buchstaben groß geschrieben sind, also das T und das H, und das dritte, also das E, in Kleinbuchstaben steht. Also das könnten wir jetzt noch hinzufügen, also modifizieren wir hier das Ganze und fügen die großes T, großes H, kleines E-Variante hinzu. Und tatsächlich wird hier auch noch ein Treffer mehr gefunden. Also wir sehen, dass schon für einen String, der nur aus drei Buchstaben besteht, da sehr viel und potenziell sehr unübersichtliche Tipparbeit entsteht. Zwar sind solche orthografischen Sonderheiten wie die letzte Variante in der Praxis extrem selten, aber trotzdem wäre es viel effizienter, wenn wir die Groß- und Kleinschreibung einfach ignorieren könnten. Und glücklicherweise geht das sogar, und zwar mit einem Operator, der aus dem Prozentzeichen und einem C besteht. Der sagt ignore case, also ignoriere die Groß- und Kleinschreibung. Das Besondere an diesem Operator gegenüber den Operatoren, die wir bisher kennengelernt haben, ist, dass dieser außerhalb der Anführungszeichen steht, also an unserem Suchmuster angehängt wird. Er bezieht sich dann auf alles, was zwischen den Anführungszeichen steht. Wenn wir also alle Vorkommen von the finden möchten und dabei die Groß- und Kleinschreibung ignorieren wollen, geben wir ein THE und dann ein Prozentzeichen und das C und drücken die Enter-Taste. CQP matcht dann also alle Strings aus T, H und E, egal ob diese groß oder klein geschrieben werden. Es ist übrigens egal, ob Sie zwischen den Anführungszeichen und dem Operator ein Leerzeichen lassen. Allerdings darf zwischen dem Prozentzeichen und dem C kein Leerzeichen stehen. Wenn Sie das machen, bekommen Sie eine Fehlermeldung, weil CQP nicht interpretieren kann, was Sie wollen. Aber immerhin ist CQP sehr mitteilungsbedürftig und markiert die Stelle, an der es nicht weiß, was es tun soll. Übrigens, was diese Fehlermeldungen bedeuten, wie sie entstehen und was sie tun können, wenn sie eine bekommen, das sehen Sie in den X-Files dieser Folge.